Dann dachte ich, ich weiß nicht, was ich dachte. Ich dachte nur, ich muss irgendwas machen. Und? Hast du eine Lösung gefunden? Nö. Ich dachte, du hast eine Idee. Ja, das war doch Ach die so. Idee. Guten Morgen, liebe YouTube-Familie. Als allererstes bekommen die Babys ihr Frühstück. Frisch gepflückten Löwenzahn und Spitzwegerich. Pompili ist noch zu müde und hat keinen Hunger, wie es scheint. Pompili muss erstmal morgen Toilette machen. Für mich gibt es zum Frühstück Joghurt mit Knisterbrot und Erdbeermarmelade. Knisterbrot, Erdbeermarmelade. Pompili ist mittlerweile auch beim Frühstück angekommen. Ich gehe jetzt in die Arbeit. Ich habe vor der Arbeit noch den Vlog für heute Abend fertig geschnitten und den DM-Haul angefangen weiterzuschneiden. So, ich habe jetzt Feierabend und bin von der Sonne geblendet. Das ist immer so hell, wenn man rauskommt. Ich werde jetzt mal ins Einkaufscenter schauen, einmal durchgehen. Ich bin total müde. Ich werde jetzt aber noch den DM-Haul schneiden für Montag auf meinem Beauty-Kanal. Und vorher wollte ich aber noch mal schauen, wo ein bestimmter Stadtteil in Bayreuth ist. Ich brauche jetzt erstmal was zu essen. Ich habe mir einen Apfel in Viertel geschnitten. Dann ein Joghurt von Zozzani Joghurt Mascarpone Duet Erdbeer Vanille. Und zu den Apfel esse ich noch einen Esslöffel Erdnussbutter Crunchy gesalzen. Willst du mir gleich zeigen? Ja. Hast du schon gesagt, dass du, was du machen möchtest? Ich hatte eine Idee umzustellen. Da wäre niemand drauf gekommen. Ja, ich habe gedacht, dass ich die Hasen hier hinräume. Also doch, also da drüben. Links vom Fenster, ja? Ja, erst dachte ich bis hier vor, aber dann könnte ich die Terrassentür nicht mehr aufmachen. Dann dachte ich, ich mache das Gitter ganz weg. Oh weh. Ja. Dann dachte ich, ich mache die Hasen hinter der Couch. Dann dachte ich, ich schiebe dieses Regal an diese Wand. Dann dachte ich, das geht aber vom Platz nicht, weil es ja nur bis hin. Oh, nee, würde eigentlich nicht gehen. Dann dachte ich, ich schiebe das weiter vor. Dann dachte ich, ich stelle den Schminktisch hier hin. Dann dachte ich, es macht keinen Sinn, weil dann habe ich hier eine leere Wand. Stimmt. Dann und kein Licht mehr beim Schminken. Na gut, das habe ich eh nicht, weil das ist so komisch von hinten. Dann dachte ich weiß nicht, was ich dachte. Ich dachte nur, ich muss irgendwas machen. Und? Hast du eine Lösung gefunden? Nö. Ich dachte, du hast eine Idee? Ja, das war doch die Ach Idee. Ach so. Die Idee. Naja, ich dachte halt, wenn man in den Flur reinkommt, dass dann vielleicht ein schönes Kallax-Regal ist. Wobei das so schön auch nicht mehr ist. Dass man halt nicht das sieht, was man sieht, wenn man es sieht. Im Moment sieht man nichts. Ist auch besser so. Ich dachte gleich. Couch. Ja, und ich habe gedacht, ob ich die Couch vielleicht vorrücke. Das haben wir ja schon mal gemacht. Noch bevor sie stand, hast du gesagt, ich muss wieder zurück. Ich muss dir mal, ich habe im Internet so schöne Hasenbereiche gesehen. Wollte ich dir mal zeigen. Aus Holz? Nee. Also, nö. Zeig doch mal. Ich muss noch meinen Text fertig schreiben, da fehlt noch ein Wort. Nee, zwei Wörter. Dann kann ich das nämlich löschen. GZ kam wieder. Oh. Und Tag für machst du das halbjährlich wohl? Was? GEZ? Ich glaube schon, ja. Weil wenn das zum 7. kommt, dann kriegen wir so. Ach so, wollte ich nicht erst die Hase reinholen? Du wolltest vieles. Ich
glaube, es geht aber wieder. Derweil hat es wieder aufgehört zu regnen. Mhm. So. Was hältst du denn davon oder was würdest du prinzipiell davon halten, wenn ich hier das Kallax-Regal hinstelle? Wo willst du dann die Wannen hinstellen? Ja, da. Vor die Heizung? Naja. Da das Regal. Und hast du schon mal ausgemessen? Nee. Wie weit ist denn? Weil dann geht bestimmt der kleine Schrank da auch nicht mehr hin. Ich habe nämlich gelesen, Hasen müssen im Leben integriert sein. Die sind doch integriert. Ich dachte, da wären sie mehr integriert. Ja, das stimmt allerdings. Hast du es schon mal ausgemessen? Nee. Weißt du was, wir müssen mal so eine Skizze machen. Auf Papier umräumen. Kennst du das? Habe ich schon versucht, aber es hat nicht geklappt. Mit diesen verwinkelten Ecken. Ja, die hasse ich ja wie die Pest. Wahrscheinlich konnte der Architekt nicht mit dem sehr unscharf, unschwindlich, mit dem Geodreieck umgehen. Darum hat er die Wände falsch gesetzt. Ja, guck mal, das ist so schief. Das macht mich kirre. Es ist keine Wand, das ist gerade. Es geht alles irgendwie da und so. Und mir ist kalt. Machst du eine Wärmflasche? Nee, aber ich glaube, ich ziehe Socken an. Du ziehst Socken an, ja. Wir sehen's. Das sind Socken. Und das regt mich auch auf, weißt du? Jedes Mal, wenn ich ins Bad will. Und manchmal habe ich keine Kraft, meine Beine zu heben. Da bleibe ich da hängen und verzehr wieder alles. Wenn du deine Beine nicht mehr heben kannst, kannst du ja unten durch die Tür gehen. Das wär's doch. Passt jetzt zwar gar nicht zu meiner Hose, aber wurscht. Ja, theoretisch, ach, ich zeige dir das jetzt einfach mal. Ich war voll gerührt, als ich das gesehen habe. Was? Keine Ahnung, immer wenn es um Rasen geht, bin ich gerührt. Ach so. Ach ja, doch, das kenne ich. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Wo sind jetzt die Fotos? Zum grünen Katzenkratzbaum. Sowas wollte ich meinem Fienchen auch schon mal hinstellen. Mhm. Meine würden einmal. Nee, da waren irgendwie andere Fotos. Ich stehe mit Schirm in der Wohnung, es hat richtig zu schütten angefangen und es wird Zeit, die Babys wieder reinzuholen. Lotte und Simba sind schon, da komme ich natürlich wunderbar durch die Tür. Lotte und Simba sind schon von alleine wieder reingekommen. Jetzt müssen wir mal schauen, wo der Rest ist. Da ist Emily. Maus unter Gartenstühlen, komm. Hopp, hopp. Holly und Bruno im Gebüsch. Ich glaube, jetzt sind wir alle bis auf Lotte und Simba ziemlich nass. Ziemlich nass. Irgendwie steht die ganze Wohnung unter Wasser. Und die müssen sich erstmal putzen. Zum Abend gibt es heute einen Flammkuchen mit Lauch. Wir sehen uns morgen wieder um 19 Uhr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis morgen.